Hallo liebe Leute, hier habe ich eine Seifenspende oder andere Flüssigkeitsspende von Amazon zum Testen bekommen. Hier haben wir das Gerät selber. Es ist komplett aus Plastik. Es ist Hartplastik, sehr, sehr hart eigentlich. Es lässt sich gar nicht verbiegen und ist sehr gut verarbeitet. Unten ist klar, damit man sehen kann, was für Flüssigkeit da drin ist überhaupt. Und da ist eine sehr, sehr große Öffnung da. Das ist das Schwachpunkt, einer von den Schwachpunkten, dass es zu groß ist, die Öffnung. Und da haben wir den Pumpspray hier, der funktioniert wunderbar, ohne Probleme. Und der nächste Schwachpunkt ist allein dieses Loch da, wo es ist. Okay, in dieses Loch kommt da, das ist gummiert hier. Das kommt in das Loch rein. Aber das Loch ist selber auch ein Schwachpunkt. Weil wenn man das Flüssigkeitsspiel raushaben will, das kriegt man nicht hundertprozentig weg, weil es eine Vertiefung da ist. Und wenn man das jetzt umdreht, besser wäre natürlich an den Seiten gewesen, wenn man das öffnen könnte. Diese Vertiefung ist drin. Und wenn man jetzt umdreht, dann kommt das ganze Flüssigkeit nicht raus. Da bleibt immer was übrig, das kommt nie alles raus. Wenn man eine andere Flüssigkeit jetzt zum Beispiel reintun will, als was man drin hat, das ist nicht gut. Also das ist überhaupt nicht durchdacht, finde ich überhaupt nicht gut. Also und das Zweite ist, dass diese Öffnung beim Pumpspray viel zu groß ist, sobald man da etwas Flüssiges, wirklich Flüssiges reintut, einmal drauf drückt, da kommt zu viel Flüssigkeit raus, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel, da kommt einfach zu viel raus. Und für Spülmittel ist es in Ordnung, also deshalb gibt es von mir nur 4 Sterne. Aber ansonsten ist das Produkt in Ordnung.